Moin, liebe Leute. Der Herbst ist da und es ist auch ein bisschen windig. Die Blätter segeln nur so von den Bäumen. Und wenn du so wie ich eher zu viel als zu wenig Laub hast, dann schon mal Gratulation, dein Grundstück baut ordentlich Humus auf. Das wäre auch der erste Punkt und das ist mir wichtig. Das heißt nicht Biomüll, das ist Bioabfall. Müll ist für mich immer etwas Negatives, etwas, was ich wirklich nicht gebrauchen kann. Oder anders formuliert, alle nicht biologischen Bestandteile im Abfall, wie zum Beispiel Plastik oder so, das ist dann halt wirklich der Müll. Und auch wenn das Laub an manchen Stellen bestimmt stört, ist es halt eben etwas Kostbares, was euer Grundstück produziert. Und es gehört nicht in Tüten gestopft, sondern wir können das auf jeden Fall gut auf unserem Grundstück gleich benutzen. Hier so ein paar kleine Tipps von mir, was du so alles mit deinem Laub machen kannst. Ihr könntet zum Beispiel einen schönen großen Haufen machen und damit das Ganze nicht gleich wieder wegfliegt, habe ich da ein paar dicke Äste draufgelegt und so bringt ihr die Nährstoffe vom Baum wieder zurück zum Baum und schafft auch gleichzeitig einen schönen Winterunterschlupf für Igel und Insekten. Im nächsten Sommer sind die Blätter dann auch schon halb fertig kompostiert und ihr könnt sie einfach auf eure Beete werfen oder auf euren Kompost. Auch dem kleinen Apfelbaum bringe ich seine verlorenen Blätter einfach wieder zurück. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat mit diesen nackten Baumscheiben unter den Bäumen. Ist natürlich praktisch zum Rasenmähen, aber wenn ihr dort ordentlich Laub hinschmeißt, müsst ihr dort auch nicht mähen. Natürlich könnt ihr Blätter auch einfach auf den Kompost hauen. Ihr könnt zum Beispiel einen großen Haufen machen und euch den aufbewahren fürs nächste Jahr und damit euren Rasenschnitt mischen, damit ihr einen besseren Kompost erhaltet. Oder ihr könnt die auch einfach so kompostieren. Das geht natürlich etwas schneller, wenn man die klein macht, die Blätter, also zum Beispiel in den Häcksler tut oder mit dem Rasenmäher einfach aufnimmt. Und ihr könnt die Kompostierung noch ein bisschen beeinflussen. Der Tipp ist jetzt auch an die, die besonders viel Eichenlaub haben. Streut einfach immer eine dünne Schicht Holzasche, die möglichst schadstofffrei ist, mit dazwischen. Das kann die Kompostierung positiv beeinflussen, weil Eichenblätter recht viel Gerbsäure enthalten und die Asche dafür sorgt, dass es ein bisschen neutralisiert wird und nicht zu sauer. So können sich die Bakterien schneller ausbreiten und schneller kompostieren. Macht aber wirklich nur eine dünne Schicht, immer nur so viel, dass es anfängt, weiß zu werden. Tipp Nummer 3 wäre, eure Beete damit mulchen. Natürlich mulche ich ganz viel mit Blättern und mit den Ästen, die runterfallen. So bringen wir wertvollen Kohlenstoff wieder in den Boden. In den vorhandenen Beeten mulche ich gar nicht so tief. Dort reicht mir schon eine kleine Schicht, um den Boden zu bedecken, wo nichts wächst. Und dort, wo was wächst, da fällt ja automatisch der Mulch auch an. Also ich gehe nach dem Prinzip vor, rieten und smieten. Das ist Plattdeutsch für reißen und schmeißen. Oder auf Englisch könnte man sagen Chop and Drop, also das abmachen und dort liegen lassen. Macht euch keine Sorgen, dass es zu sauer wird. Mischt einfach ein bisschen die Blätter und den Rasenschnitt und alles passt. Gedanken um den pH-Wert müsst ihr euch allgemein nicht machen. Nur wenn ihr anfangt, chemisch zu düngen, dann wird das interessant. Alles, was ihr wirklich im Garten braucht, ist Kompost und Liebe. Bei den Erdbeeren hier habe ich einen besonders holzigen Mulch, das mögen die sehr gerne. Und dahinter, beim Rhabarber, habe ich einfach immer ganz viel Mulch hingeschmissen, damit mir das da nicht so zuwuchert. Also, um Fläche frei zu halten, sind die Blätter natürlich auch perfekt, weil sie eben nicht so schnell verrotten und man lange so alles schön zumulchen kann. Dort mache ich dann auch wirklich dicke Schichten, 30-40 cm hoch. Auch im Gewächshaus benutze ich Laub als Mulch. Hier habe ich sogar noch ein paar Holzhäcksel dazwischen und ordentlich Rasenschnitt, den ich über das Jahr reingefahren habe. Ihr könnt das Laub auch benutzen, um neue Beete anzulegen. Auch hier mache ich eine schöne dicke Schicht und mische die Blätter ordentlich durch. So könnt ihr neue Beete machen, ganz ohne Umgraben.
und später werde ich da einfach vorgezogene Pflanzen reinpflanzen oder Ableger. Dort, wo die Blätter nicht allzu dick liegen, benutze ich einfach mein Mulchmehl. Mulchmehl ist eh das Beste. Blende euch hier nochmal eine kleine Studie ein, wo ihr sehen könnt, dass man sich sämtliche Dünger sparen kann und den perfekten englischen Rasen bekommt, wenn man einfach nur ständig Mulchmehl. Das spart natürlich Geld und ist gut für die Umwelt. Außerdem geht das Mulchmehl relativ schnell. Und man spart sich auch noch Zeit. Ihr könnt das Laub natürlich auch ganz normal mit dem Rasenmäher aufnehmen und habt dann eine schöne kleine feine Mischung, die ihr direkt zum Mulchen nehmen könnt oder auf den Kompost geben könnt. Ein besonderer Fall ist noch das Laub von Walnussbäumen. Das verträgt sich nämlich nicht so gut mit vielen Pflanzen. Um das Video jetzt nicht zu lang zu machen, packe ich euch einfach dazu ein paar Infos in die Videobeschreibung. Und dort findet ihr dann alles, was ihr darüber wissen müsst. Auch welche Pflanzen gut neben Walnussbäumen wachsen und welche nicht. Ein letzter Tipp wäre noch, wenn ihr Hühner habt, könnt ihr das Laub auch als Einstreu für den Stall benutzen. Dann braucht ihr nicht extra Stroh kaufen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben natürlich freuen. Ansonsten drückt auf die Glocke und tut das, was man auf YouTube halt alles so macht. Und ich wünsche euch wie immer eine gute Ernte.